Ihr befindet euch live hier im 747-Studios, wo Viva Con Agua witzigerweise das erste Büro hatte, ehrenamtlich, damals noch alles und auch umsonst, von Christian Rathjen gesponsert über 3 Jahre. Und wir machen hier ein Fotoshooting für die Millantor Gallery, das ist ja die soziale Kunstgalerie vom FC St. Pauli und von Viva Con Agua. Das Ganze findet in Kooperation mit dem wunderbaren sozialen Seite des FC St. Pauli, nämlich Kiezhelden, statt. Und wir schütten relativ viel Wasser in die Gesichter oder auch auf die Körper, auch teilweise sogar die unter der Gürtellinie Glieder von den Spielern des FC St. Pauli. Und diese Bilder werden dann ausgestellt im Stadion zur Millantor Gallery Ende Mai und verkauft zugunsten von Viva Con Agua. Das war ja wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du mit Wasser Fußball gespielt hast, aber so frontal in die Fresse zu bekommen, wie war das für dich? Ja, schon brutal. Aber ich meine, das ist für eine gute Sache, das hat riesen Spaß gemacht. Ja, und der Verkauf oder der Erlös der Bilder geht halt einen guten Zweck und an Viva Con Agua. Und da bin ich natürlich gleich dabei, wenn ich mit meiner Person da ein bisschen unterstützen kann, das ist natürlich super.